Ja, grüß euch. Hier ist der Bastel mit seinem Assistenten Michi. Und wir basteln heute. Ich würde sagen sogar, wir schustern uns was zusammen. Bis gleich. Das ist ein Unfug. Wieso Unfug? Nein, ich finde es lustig. Den Bastelwastel gab es da irgendwo. Ja, wo kommt Bayerischer das? Rundfunk. Ja, ne, was war denn Ja, das die noch? haben immer irgendwas gebastelt. Also Der, so so Hauseinrichtung um Hobby-Take die, oder? gegeneinander um die Wette. So zwei Teams habe ich Ach sehr gern so, geguckt. ah, Ja, okay, der Bastel was. Ich ein habe Bett. immer Hobby-Take geguckt. Das Auch. ist ja heutzutage wäre das ja eine völlig politisch unkorrekte Sendung, weil das fing so an, schalt mal ab und knipst dich an, sei einmal selbst der Mann. Das würde Oh, heute zu das geht natürlich enormen, nicht. also da würden wahrscheinlich Shitstorms über den WDR ausgekippt. Hast du auch meine Anspielung bemerkt im Text? Dass ich dein Assistent bin? Ne, das auch, aber ich meine, dass wir uns was Ja, natürlich. Oh zusammenschustern. Gott, ey. Ich muss nochmal betonen. Ich finde das mir sehr Namenswitze. gut gelungen. Ich finde auch. Und damit hast du eigentlich schon alles gesagt. Ja. Deswegen wollen wir auch gar nicht lange drum rumreden, denn wir reden ja heute über Akkus in diversen Geräten, also Macs und Smartphones. Und das machen wir deshalb, weil der Johannes Schuster von Mac and I sich damit ausführlich beschäftigt hat. Und den haben wir zufällig in der Leitung. Guten Abend, Johannes. Hallo, ich frommherze euch. Das war klar. Yes. Sehr gut. Retourkutsche. Ich hau Genau. ihn immer vorher vor der Sendung und sage, er soll bitte keine Witze mit Namen machen, aber es ist halt immer so. Egal. Die Akkus. Die Genau. Akkus, die Akkus, die Akkus. Was wären wir ohne Akkus? Das ist ja nicht nur eine Floskel, sondern ich glaube, das ist tatsächlich, also die Welt läuft auf Akkus, kann man fast sagen, ne? In allem sind Akkus drin, oder? Also, oder sehe ich das falsch? Oder fast allem eigentlich, ne? Ja. Ja, das, was Strom braucht und nicht an der Steckdose hängen kann. Richtig, genau. Insofern. Also in jedem Laptop, in jedem MacBook, in jedem Smartphone. Ich will eine kurze Physikstunde machen, weil ich kenne es noch so, also Akkus, klar, wissen wir alle, sind heutzutage hochkomplexe Geräte. Kannst du ganz kurz, also wirklich nur Mini-Abhandlung geben, wie funktionieren denn moderne Akkus heutzutage? Wie kann man sich das vorstellen? Na, da drin. Ist also im Prinzip wie eine normale Batterie, die man wieder aufladen kann. Da drin ist Chemie und man muss Strom reinpumpen, dann wird er chemisch gespeichert und dann anschließend wird diese chemische Energie wieder in elektrische Energie zurückgewandelt. Und da gibt Okay. es natürlich verschiedene Bauarten und die modernen halt mit Lithium, Lithium-Ionen. Davor war Metallhydrid oder Okay. Ja, Blei. Im Stimmt, Auto Bleiakkus, ist ja ja. letztlich auch ein Akkumulator drin, der noch mit Blei beschickt ist. Die gibt es heute immer noch in sogenannten, hier in diesen USVs, also in diesen unterbrechungsfreien Stromversorgungen. Da gibt es immer noch so richtig dicke Bleiakkus. Und Jo, da hast schön du. billig. Ja, erstens das, und du hast aber hinterher ein Riesenproblem, weil du die Dinger nicht richtig entsorgen kannst. Das ist Sondermüll. Ich weiß nicht, wie das mit den Akkus ist, von denen wir jetzt reden. Das ist im Grunde auch Sondermüll, wenn du, also eigentlich Ist das, auch Sondermüll, ne? ja. Also Ja, da. Recycling ist fast unmöglich. Also das ist wirklich, und das ist auch das Problem eigentlich bei den gesamten der Entwicklung der Akkus, jetzt Ja. auch noch in Autos sozusagen. Ja, das Tesla ja im stimmt. großen Stil, andere Hersteller versuchen das auch. Da ist im Grunde genommen auch schon ein Ende in Sicht, so also ähnlich wie bei den Ja. Erdölvorkommen, weiß man, seltene Erden Ja, sind irgendwann klar. erschöpft. Ja. Also da weiß ich auch noch nicht genau, wo die Reise dahin geht. Aber nichtsdestotrotz sind wir aktuell sehr gut unterwegs mit Akkus und die erleichtern uns das Leben, es sei denn, sie funktionieren nicht mehr. Genau. Kurz nochmal zum Memory-Effekt. Das wird immer noch, komischerweise wird der immer noch sozusagen kolportiert. Das bedeutet also, wenn du einen Akku nicht ganz leer saugst, und sozusagen, sagen wir mal, bei 50% wieder voll auflädst, dass er sich sozusagen merkt, aha, ich brauche nur 50% haben, ich übertreibe jetzt mal etwas und stelle es etwas vereinfacht dar und also sozusagen dadurch Kapazität verliert. Ist das heute noch ein Thema eigentlich in den Smartphones? Also in den Smartphones ist es kein Thema, weil da kaum Metallhydrid-Akkus eingebaut werden, weil bei Lithium tritt dieser Memory-Effekt nicht auf. Aber wenn man zum Beispiel seine Batterien oder so AAA oder AA-Zellen nimmt für seine Tastatur oder
weiß nicht, wo man die auch noch in der Peripherie einsetzt. Das sind meistens noch Nickel-Metall-Hydrid-Zellen. Okay. Und da hast du den Memory-Effekt auch. Okay. Das heißt, die sollte man so lange benutzen, bis sie leer sind und dann ganz aufladen. Okay. Akkus altern natürlich auch. Wir sind auch gleich fertig mit der Physikstunde, keine Sorge. Ich will dich da auch nicht so sehr quälen. Also Akkus altern, aber wahrscheinlich, ich habe jetzt schon verstanden, das liegt an den verwendeten Chemikalien, die irgendwann einfach diese Leistung nicht mehr bringen können, beziehungsweise diesen Strom nicht mehr speichern können. Und dann geht es halt verloren. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Naja, wenn sie benutzt werden, dann altern sie. Und da lagern sich eben auch Reststoffe an. Oder es können sich auch Kurzschlüsse bilden. Und das ist bei Akkus eben so. Bei Lithium-Ionen sagt man, zwischen 500 und 1000 Mal kann man die aufladen und wieder benutzen. Und dann ist irgendwann Schicht am Schacht. Sie verlieren praktisch vom ersten Tag an, auch durch schlichtes Dasein, durch Alterung, verlieren sie an Kapazität. Okay. Und dann gibt es natürlich noch diese Extremfälle. Ich möchte einfach dieses Beispiel bringen, nicht aus Schadenfreude, sondern eben, weil es so war. Wir erinnern uns an das Galaxy Note 7, das ohne, ich sage jetzt mal für den Benutzer, ohne erkennbaren Grund auf einmal in Rauch oder sogar in Flammen aufging. Weißt du noch genau, was da passiert ist? Oder ist es überhaupt klar, was da wirklich passiert ist? Oder war einfach nur der Akku oder der verwendete Akku schlecht? Ja, der verwendete Akku war schlecht. Es ist so, wenn man die Hülle zerstört und da zum Beispiel reinpiekst oder sticht oder es auch biegt und das da drinnen bricht und Kurzschluss entsteht, dann fängt das Ding an zu brennen. Und das Schlimme ist, wenn ein Lithium-Ionen-Akku brennt, der braucht noch nicht mal Sauerstoff. Das heißt, alles zum Brennen ist in der Zelle drin. Man kann ihn auch zum Beispiel jetzt nicht mit Kohlendioxid Feuer löschen. Kann man ihn nicht löschen. Es gibt praktisch keine Möglichkeit, ihn zu löschen. Man kann ihn eigentlich nur kühlen. Okay. Wenn also die Aktivierungsenergie oder die Energie da drin so weit runtergesenkt wird, dass der Brand dann gestoppt wird. Okay. Das heißt, in diesen ganzen Werkstätten, in denen ich war, um mir das umzugehen, die haben immer so einen Blecheimer mit Sand drin und der ist verschließbar. Das heißt, das Ding brennt weiter, aber zumindest kommt diese giftige Suppe nicht an die in die Luft. Zum Löschen kann man eigentlich am besten Flüssigkeit verwenden, weil die Flüssigkeit sofort da reindringt und am besten kühlt. Das heißt, die verdampft dann und durch die Verdunstungskälte wird der dann runtergekühlt und dann hört offensichtlich dieser thermische Prozess hört dann auf und hört auf zu brennen. Flüssigkeit, wenn Glück hat. Nicht unbedingt Wasser, oder? Weil, also ich kenne das noch aus dem lustigen Chemieunterricht in der Sek 1, wo unser Lehrer dann Alkalimetalle zerschnitten hat und dann als besonderen Wow-Effekt das so kleine Krümel in Wasser geschmissen hat, was ordentlich Reaktionen zeigt. Deswegen ist ja auch schlecht, Akkumulatoren, die undicht sind, irgendwie mit Wasser in Berührung zu bringen. Also was für eine Flüssigkeit muss das sein, die das runterkühlt? Kühlmittel? Nee, ist tatsächlich so, wenn es erstmal brennt, dann muss man Flüssigkeiten reinschütten. Ne? Mhm. Also ist eigentlich egal, was man da nimmt. Mhm. Man kann, wie wir geschrieben haben, wenn man im Flugzeug sitzt, kann man seinen Orangensaft da reinschütten oder den Rotwein vom Nachbarn. Ist immer noch besser, als es nicht zu versuchen. Mhm. Ja, stimmt. Grundsätzlich gilt, man soll kein Wasser in Berührung damit bringen, nur wenn es dann bereits brennt. Ja, okay. Das, wer jetzt in letzter Zeit mal geflogen ist, die Ansagen im Flugzeug haben sich geändert. Die reden nämlich jetzt davon, die Flugbegleiter, dass wenn ein verwendetes mobiles Gerät anfängt zu qualmen oder gar zu brennen, soll man sich umgehend melden, weil offensichtlich, hier brennt was. Ja, weil da müssen ja Leute, solche Ansagen entstehen ja nicht durch Zufall, da müssen also offensichtlich Leute entstehen in Amerika, solche Ansagen. Ja, da steht ja auch auf dem Kaffeebecher drauf, dass der heiß ist. Ja, gut, das stimmt. Ich habe also schon zwei verschiedene Sachen erlebt. Einmal habe ich die Durchsage gehört, dass Leute, die ein Galaxy S7 haben, dass sie das bitte abgeben sollten. Ja. Stimmt. Und was ich auch schon miterlebt habe, ich saß im Flughafen und wartete darauf, dass es losgeht. Und dann wurden zwei Personen aufgerufen und die saßen zufälligerweise neben mir, ältere Herrschaften. Hm. Die mussten dann durch den Flughafen quer durchtraben zu ihrem Gepäck, weil sie einen Laptop
in das Gepäck getan, also eingecheckt hatten. Okay. Man muss den Laptop heutzutage immer ins Handgepäck mitnehmen. Man darf den nicht mehr einchecken. Gut, dass du das sagst, weil ich, wenn ich demnächst in die USA fliegen sollte, ich habe das letztes Jahr noch gemacht. Ich hatte meinen MacBook im Koffer. Mhm. Aus dem einfachen Grund, weil ich keinen Bock hatte, das immer bei jeder Sicherheitskontrolle aufmachen, anmachen. Okay, guter Tipp. Mhm. Also Laptop ins Handgepäck. Wahrscheinlich, ich kann mir das auch gut vorstellen, also wir kommen jetzt auch gleich weiter auf das Thema, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn der im Gepäckraum anfängt zu kokeln, das kriegt ja keiner mit und irgendwann brennt das da unten. Aber wir haben ja natürlich auch das Problem, dass die nicht unbedingt immer alle sofort brennen, sondern zum Beispiel sich auch deformieren. Da hat Forces NX zum Beispiel jetzt mal die Frage gestellt, wie kommt ein aufgeblähter Akku, Swollen Battery, zustande? Da kann ich, wie kann man dem entgegenwirken? Da kann ich kurz was zeigen, bevor du antwortest. Das ist ein iPhone 3GS. Und ich habe das nicht zerlegt, das hat sich selber, also ist ein bisschen unscharf, aber man sieht ja, was passiert ist. Das Display hat sich hochgebogen, weil offensichtlich da drin der Akku aufgebläht ist. Ich habe da nichts dran gemacht, es lag einfach nur rum. Du hast einfach einen dickeren Akku eingebaut. Ja, sicher. Ja, wie kommt es zustande, dass der sich aufbläht, also dicker wird? Ja, das ist sozusagen eine besondere Form der Alterung. Das ist ohnehin so, dass sich jeder Akku so um 10% beim Laden und Entladen in der Größe verändert. Das ist normal. Aber wenn der stark altert, sich diese Dendriten bilden, also Ablagerungen an den Elektroden, dann wird das immer stärker, dieser Effekt. Und dann kann es eben passieren, dass er an Gewicht zunimmt sozusagen und dass er sich aufbläht. Also ein Akku ist auch nur ein Mensch, ne? Kriegt auch Verkalkung sozusagen. Ne? Und, so eine Art. Ja. Sehr spannend. Also das kann natürlich auch unangenehme Folgen haben. Also Michi hat im Vorgespräch schon erwähnt, dass er einen Akkutausch vorgenommen hat bei einem MacBook Air, glaube ich. MacBook Air, das war dann ziemlich unförmig, bevor der Akku getauscht wurde. Da war eine Zelle. Also im MacBook sind ja auch mehrere Zellen nebeneinander. Das weißt du besser als ich. Mhm. Aber eine davon war halt aufgebläht. Und die sind unter der Tastatur. Und dann hatte sich die Tastatur halt so hochgebogen. Und ich sage es immer wieder, ich habe für 38 Euro irgendwie so einen Akku gekauft. Und Jesper hat noch gesagt, du hast, macht es nicht, also biegt es nicht von Hand wieder zurück, weil das bricht. Musste ich nicht. Ich habe einfach den Akku getauscht und das Aluminium hat sich dann sozusagen selber wieder beruhigt und seitdem geht es wieder. Ich kann mir allerdings vorstellen, und da sind wir ja eigentlich schon mittendrin im Thema, dass dieser Akku, den ich da eingebaut habe, also ich habe das jetzt nicht groß getestet, der fuhr wieder hoch, der Rechner, und ja, der lief auch ohne Netzteil, aber ob der wirklich die volle Leistung bringt, kann man das überhaupt checken noch? Also außer, dass man es lange laufen lässt oder so? Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Man könnte einen Akkulaufzeit-Test machen. Das ist scheitert in der Praxis dann oft daran, dass die Rechner auch noch andere Sachen, dass da manipuliert wurde, eine SSD eingebaut wurde. Und insofern, man weiß ja nicht genau, wie lange der Akku, man hat noch frische Systeme und so weiter, die beeinflussen die Akkulaufzeit auch. Im Grunde müsste man das MacBook, wenn es neu ist, mal laufen lassen und dann denselben Test nach 3-4 Jahren, wenn man den Akku getauscht hat, nochmal machen mit dem gleichen System. Das geht praktisch nicht. Was man machen kann, man kann, wenn man den Akku kauft, auf die Kapazität achten. Okay. Die wird in Wattstunden oder Milliampere-Stunden angegeben und dann vergleichen mit dem, was der Original-Akku hat. Wir haben hier mal so einen gekauft, einfach mal auch für die Sendung. Das ist ein Akku für ein MacBook Pro und zwar 2010 oder 2009er Modell. Also noch so, also sieht man es noch relativ handlich, wenig geklebt. Und hier steht drauf, also es ist kein Original-Apple-Ersatz. Das sagen wir gleich mal dazu. Es ist ein kompatibles, hat 69 Euro gekostet. Da steht drauf Lithium-Ion-Polymer. 10,95 Volt, 7200 Milliampere-Stunden, 79 Wattstunden. Das ist sozusagen die Angabe darauf. Hilft, aber das steht wahrscheinlich auf dem Original-Akku auch, nehme ich mal an, von Apple. Das kann ich dir jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Nee, weiß ich. Aber da gibt es Verzeichnisse, wo diese Daten hinterlegt sind. Oder man kann in unserem Artikel auch gucken. Ja. Da steht das dann ungefähr drin. Und die etwas besseren, teureren Akkus haben die gleiche Kapazität oder sogar teilweise noch etwas höher als das Original. Ja. Und unter den billigen, die vielleicht so nur die Hälfte kosten von den anderen, da kann man eigentlich sicher sein, dass da
entweder nur die Hälfte draufsteht oder wenn das volle draufsteht, ist gelogen. Aber das ist eben hier schon mal doch ein relativ praktisches Format. Es hat ein eigenes Kunststoffgehäuse. Größtenteils kann man gut einfach reinschrauben. Ist hoffentlich auch wirklich kompatibel. Wir werden das vielleicht gleich mal ausprobieren. So währenddessen ein bisschen basteln, warum nicht? Bin ja Bastelwassel. Du kannst das gerne machen, genau. Ich schraube nicht an deinem Laptop. Aber ihr habt es ja gemacht, oder du hast es ja gemacht. Also du hast es nicht also bei Max kann man es bis zu einem gewissen Grad selber machen. Ich habe in deinem Artikel gelesen, dass bei den neueren MacBook Pros das im Grunde nicht mehr geht, weil es komplett verklebt ist. Ne? Ja. Also ab dem Retina MacBook Pro ist es so, dass die Akkus verklebt sind. Ja. Da raten wir nicht dass der Anwender das selber macht, weil da muss man entweder mit Chemikalien ran, mit Isopropylalkohol, oder man muss mit einem Spachtel ran. Und ich habe ja eben schon gesagt, wenn man einen Akku knickt oder bricht oder da ein Loch reinmacht, dann fängt der an zu brennen. Ja, genau. Und das sollte man wirklich nicht zu Hause machen. Okay. Vor dem MacBook Pro Retina, als sie also noch nicht diese hochauflösenden Displays hatten, da waren die Akkus noch einzeln entnehmbar, sag ich mal. Ja. Und bei den Airs ist es auch so, die sind bis heute einzeln entnehmbar. Ah, okay. Ich kann mich erinnern. Die sind geschraubt. Achso, die Akkus selber sind. Man braucht speziell einen Schraubenzieher, das werdet ihr gleich merken. Ja, ich sehe schon. Also jetzt verschraubt es hier. Ist auch hochwertiges Werkzeug. Ja, genau. Das war übrigens, das muss man auch nochmal dazu sagen, das war bei diesem Akku für 69 Euro waren die dabei. Das sind so Torx oder ich weiß, Butterfly, also ein Kreuzer und Torx, ja. Die werden mitgeliefert. Gut, das ist ja nun Schrottwerkzeug, muss man. Also da würdest du wahrscheinlich sagen, sollte man sich lieber hochwertiges Werkzeug kaufen dazu. Ne? Nö. Das ist relativ schwierig. Also wenn ihr da jetzt ein MacBook Pro habt, da sind die Schrauben, das sind so Dreiecke. Ganz komisch. Die gibt es eigentlich ganz selten auch nur in den großen Bitsätzen ist das drin. Okay. Ja, ich glaube, bei den 2009ern war das noch nicht ganz so schlimm. Die sind ja nicht doll festgezogen oder so. Nee, genau. Da haben ja sogar noch so ein bisschen Gummimuffe dran. Ja. Die kriegt man auch mit den mitgelieferten Schraubendrehern auf. Bei den zwei Akkus, die wir jetzt letztes Mal uns besorgt haben, da fehlten die Schraubendreher. Fand ich ein bisschen ärgerlich. Also, ja. Und das war ein teures Teil. Das waren teure Akkus, ne? Hast du erzählt. Ja, war der eine von LMP, der andere von iFixit. Und muss man dann selber zusehen, wie man sich die Schraubendreher besorgt. Ja, das ist ja ärgerlich. Und gerade bei iFixit sollte man doch annehmen, die haben doch so viele Werkzeugsets, dass sie das dann... Genau, kannst du noch zusätzlich kaufen. Das war der Trick, so funktioniert. Jesper macht gerade das auf. Das hättest du vorher entstauben können, aber zeig ruhig mal in die Kamera. Ja, jetzt hier nicht auf meinem Sofa, hallo. Ich bin's wohl. Genau. Naja, so, ja, oder in die 7. Vielleicht da sieht man es besser. Genau. Guck mal. Kippen ein bisschen. Schon eine SSD drin, aber noch ein optisches DVD-Brenner. Nee, das ist das nur ein Case. Für, nur ein Caddy. Genau. Da ist jetzt eine Festplatte drin. Da ist jetzt eine Fusion Drive, habe ich da reingebaut. Ah, okay. Vor 2 Jahren ungefähr. Okay. Also, jetzt noch, okay, also ihr habt den teuren LMP, das kommt auch in dem Artikel raus, also wir nennen ja selten Marken, aber in dem Falle, das scheint einer der besseren Hersteller zu sein, also die man empfehlen kann. Ganz genau. Warum? Das Problem ist einfach, vorher, es gibt Apple verkauft keine Ersatzteile. Das ist das grundsätzliche Problem. Okay. Deswegen kann man nicht an Originalersatzteile kommen. Es gibt Leute, die kaufen die in China ein und die fallen dann irgendwo vom Band. Und wenn man Glück hat, bekommt man so. Okay, jetzt ist gerade Skype zusammengebrochen. Ja. Jetzt hören wir dich gerade nicht. Bei Amazon wurden die dann auch angeboten und die kamen dann direkt aus China. Das ist, kann man machen, aber dann hat man oft Ärger mit dem Zoll. Okay. Besser ist es, dass jetzt nicht aus China kommt, das nicht durch den Zoll muss. Und LMP ist eine schweizerische Firma. Ah, okay. Ist auch so, dass zum Beispiel Gravis, die ich auch besucht habe und denen ich auch zugeschaut habe beim Akkueinbau, die verwenden auch LMP. Okay, also dann kann man davon ausgehen, dass das halbwegs vernünftige Zellen sind und dass dann auch die Leistung einigermaßen stimmt.
Ebenso iFixit, würde ich auch sagen, ist ein Markenhersteller. Okay. Die Frage ist ja, was würdest du empfehlen? Also zu Gravis bringen oder eben zu einem anderen Schrauber, ich sage es erstmal despektierlich Schrauber, also zu einer Werkstatt, oder doch, sage ich mal, wie Jesper jetzt hier in so einem älteren MacBook selber machen. Was würdest du empfehlen? Ich sage, alles, was nicht verklebt ist, kann man selber machen. Okay. Muss man nur ein bisschen darauf achten, dass man keinen zu billigen, kein zu billiges Ersatzteil kauft. Wenn die so zwischen 80 und 120 Euro kosten, dann sind die meistens auch in Ordnung. Alles, was verklebt ist, also ab dem MacBook Pro Retina, da würde ich sagen, Finger weg. Am besten zu Apple gehen. Die Schrauberbuden, die ich besucht habe, die machen das auch ganz ordentlich und verwenden auch ganz ordentliche Ersatzteile, da kann man eigentlich nichts sagen, aber die sind kaum billiger. Ach so, okay. Die haben eigentlich nur den Vorteil, dass man das MacBook dahin bringen kann. Man kann sich da irgendwo in den Sessel setzen, wartet eine halbe Stunde, wenn man sich vorher einen Termin geben lässt, und geht mit seinem MacBook wieder nach Hause. Bei Apple ist das eigentlich nicht unter 2-3 Tagen erledigt, und man muss sein MacBook aus der Hand geben und die Daten backuppen und das sichern und so weiter. Ist ein bisschen umständlicher. Man muss zweimal los. Okay. Yannick schreibt übrigens kurz bei Twitter eine kleine Korrektur an dich, aber ich glaube, er redet von einem älteren MacBook Pro. Früher konnte man die einfach kaufen bei Apple direkt. Er hat ein sehr kleines Foto geschickt. Wir können das mal eben kurz zeigen. Ist leider sehr, sehr klein. Aber es gab wohl offensichtlich früher direkt bei Apple Ersatzakkus fürs MacBook Pro. Scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein, logischerweise, weil die Geräte eben nicht mehr im Markt sind. Aber jetzt die Frage ich habe das in deinem Artikel gelesen, nicht ganz verstanden, wenn ich jetzt mit einem ganz neuen MacBook Pro komme, also die von 2016 oder 17, die haben unten eine Platte, die ich abschrauben könnte. Das habe ich schon gesehen. Du sagst aber, also wenn man das zu Apple gibt, tauschen die, wenn man Glück hat, im Grunde die ganze Oberseite aus. Wie muss ich mir das vorstellen? Also krieg ich einen komplett neuen Rechner im Grunde genommen? Nein, du kriegst ein neues Gehäuse, eine neue Tastatur. Und das nur, um den Akku zu tauschen. Das ist schon irgendwie, das ist schon echt, fragwürdig. Ne? Also der Gehäuseteil, in dem die Tastatur von unten drin sitzt, der wird komplett getauscht. Und das ist auch das Problem, wenn du da zum Beispiel eine Delle drin hast oder eine Schramme oder sowas, dann kann es dir passieren, dass sie sagen, okay, das ist nicht mehr in Ordnung, das mussten wir auch mittauschen. Und dann kriegst du da plötzlich 180 Euro obendrauf. Ah, okay. An Reparaturkosten. Das kann auch passieren. Also man sollte zu Apple nur gehen, wenn man einen Top-Top-Case hat. Wenn es alles perfekt ist. Bei Twitter schreibt Guido Lange, interessante Frage, ich weiß nicht, ob wir die beantworten können, aber ich stelle sie mal, warum greift das Mooresche Gesetz bei den Akkus nicht? Das Mooresche Gesetz sagt ja so viel, dass sich die Prozessor- oder Rechenleistung in gewissen Zyklen immer verdoppelt. Ich glaube, er meint dann, warum verdoppelt sich die Akkuleistung nicht in gewissen Zyklen? Also warum kriegen wir nicht leistungsfähigere Akkus? Tja. Genau. Wenn jemand das Rezept hätte, wäre super. Aber es ist offensichtlich nicht so einfach, Strom zu speichern. Da, deswegen ist ja auch das Problem, dass wir noch nicht alle Elektroautos fahren. Stimmt. Und wenn man sich überlegt, was für Probleme man hat, Windenergie so zu speichern, dass eben auch wenn mal kein Wind ist, noch genug Strom da ist, dann weiß man also, es ist schwierig. Und momentan ist es so, dass Lithium-Akkus das Nonplusultra sind. Ja. Und man rechnet jetzt damit, dass sie sich vielleicht noch so um 30% verbessern können von der Leistung her, also bei gleichem Volumen 30% mehr Kapazität haben. Okay. Aber dann ist Ende Gelände. Also da ist auch nichts in Sicht bisher. Okay. Also da müssen wir auf neue Techniken warten. Geht es da nicht weiter bei dir? Nee, hier geht es nicht weiter, weil eine Schraube ist tatsächlich, das sind so sternförmige Schrauben, die sind also
nicht Torques, sondern etwas weniger Sterne, sozusagen, also Sternspitzen. Und da bin ich jetzt mit einer einzigen Schraube, die will nicht. Und die anderen beiden habe ich rausgekriegt mit dem Trick sozusagen, aber die letzte sitzt fest. Gut, dann müssen wir an dieser Stelle das Experiment abbrechen. Oh, aber ich habe noch Schraubenzieher liegen, aber die habe ich jetzt leider, müsste ich jetzt aufstehen, das, ja, das lasse ich jetzt mal. Ja. Schwenken wir mal über von Laptops zu iPhones. Riesenthema im Dezember, Apple drosselt die Leistung, weil bei Geräten, wo der Akku eben schon an das Lebensende kommt oder zumindest nicht mehr so leistungsstark ist und bietet jetzt an, Akkus zu tauschen für 29 Euro. Tolles Programm, läuft bis Ende des Jahres. Apple komplett überfordert. Denen ist übrigens auch passiert, dass Akkus, ich sag's mal salopp, in die Luft gegangen sind. Da wurde, glaube ich, in der Schweiz ein ganzer Apple Store geräumt. In München gab es einen Fehlalarm wegen Rauchentwicklung. Also das passiert auch den Profis offensichtlich, dass da mal bei der Menge an Akkus, die da durchziehen, einer punktuiert wird. Wie ist es bei iPhones? Ich hab mal bei iFixit geguckt. Das ist ja sozusagen die Referenz für so Self-Repair-Sachen. Die sagen zum Beispiel bei einem iPhone 6S, oder die zeigen es auch, sieht das eigentlich relativ einfach aus, wenn man das richtige Werkzeug hat. Da sind ein paar Schrauben, die sind auch markiert. Dann ist übrigens immer das lustigste Bild. Der Akku selber ist geklebt, aber wohl mit so einem Powerstrip, hast du auch geschrieben oder in deinem Artikel. Und den zieht man so raus. Also das kann ja dann, das ist doch gar nicht so schlimm, oder? Das klingt doch, oh nee, das wollte ich gar nicht zeigen. Das klingt doch machbar. Also was ich so gesehen, das sind irgendwie 10 Schritte, die man machen muss mit 3 verschiedenen Schraubenziehern und so einem Saugnapf kann man doch selber machen, oder? iFixit bietet sogar den Akku an zum Kaufen. Ja. Das kann man, klar. Und wenn man den Profis zuschaut, dann sieht das auch wirklich sehr einfach aus. Aber ist es nicht. Okay. Erstmal sind diese Schrauben wahnsinnig klein. Das heißt, da kann man ja mit den Fingerspitzen kaum noch dran. Dann sind sie alle unterschiedlich. Das heißt, man muss unheimlich aufpassen, dass man sich merkt, wo welche war. Ja. Und die entsprechend am besten auf so einen gedruckten Plan ablegen. Ja. Dann ist es so, man muss das Display auch abbauen. Ja. Und dieses Display, das hängt an Flachbandkabeln, will ich mal sagen. Die sind dünn wie Papier. Wenn man da also nicht aufpasst, dann macht es Ritz. Ach, und Scheiße. Dann ist das Display mal eben hin. Oh. Das heißt, man muss dann auch noch ein neues Display kaufen. Aber du hast recht, wenn man das alles kann, wenn man das mal geschickt ist mit den Fingern und nicht allzu zu wurstige Finger hat, dann könnte man das auch selber machen. Ne? Ich zoome das. Es passiert aber zum Beispiel auch manchmal, dass diese Power Stripes, ja, die man also erwischen muss, dass man dann das Ende weg ist und man kriegt es gar nicht mehr. Ah, okay, das reißt dann sozusagen. Kann man, oder es reißt ab und verschwindet unter dem Akku. Und was machst du dann? Dann musst du den nämlich da rauskanten. Und man darf Akkus nicht knicken. Ja. Also in dem Moment, wo du da mit dem Spachtel rangehst und das hochdrückst, kann es passieren, dass du ihn knickst und dann brennt er. Okay. Deswegen sagen wir haben auch keine Anleitung dazu abgedruckt. Und wir raten auch jedem, lass die Finger weg. Für 29 Euro kriegst du bei Apple den Service und einen super Akku. Der Akku allein ist schon teurer meistens. Ja, das stimmt. Es sei denn, dein Smartphone hat andere Probleme, dann weigert sich ja Apple zum Teil, beziehungsweise repariert den ganzen Rest noch mit. Ne? Aber witzigerweise, die sonstigen Anbieter, ich will hier einen nennen, das ist der Mediamarkt, bei dem ich also auch war, die sind, nachdem Apple den Preis auf 29 Euro gesenkt hat, sind die auch runtergegangen mit ihrem Preis und bieten jetzt fürs iPhone 6s und 7 und auch fürs iPhone 6 bieten sie auch den Akkutausch für 29 Euro an. Kann man also auch machen. Kostet wirklich weniger als sonst der Akku. Und deine Empfehlung, es gibt ja nun nicht in jeder Stadt einen Apple Store. Also nicht jeder kommt in das Glück da. In Hannover ist es für euch kein Problem. Ihr habt einen, aber wir in Bremen zum Beispiel haben keinen. Wir müssen also nach Hamburg oder Hannover fahren. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also das ist einerseits lustig, andererseits kommen eben Fahrtkosten dazu, wenn man im Zug fährt oder so. Das muss man auch einfach einkalkulieren. Oder was sagst du? Doch lieber dann in den Elektronikmarkt gehen oder zu einem, keine Ahnung, wir haben ja hier Gravis, die haben ja auch eine Fachwerkstatt da machen lassen. Genau. Also den Apple-Service gibt es ja auch bei allen Service-Providern. Da kannst du auf die Apple-Webseite gehen und findest eine Karte,
gestaffelt nach Entfernung ist da angegeben, wer das alles macht. Okay. Und bei Gravis war es zum Beispiel auch so, da stehen auch die Termine, wann die nächsten Termine frei sind. Mhm. Also das hat Apple sehr gut organisiert. Na, das klingt ja zumindest machbar. Also das, also ja. Ich habe ja lustigerweise mal bei eBay so ein Angebot gesehen, da gab es fünf oder sechs iPhone 6, alle defekt, aber so zum Üben waren die ja nicht schlecht. Also da hätte man sich dieses Set kaufen, war auch nicht teuer, hätte, keine Ahnung, 100 Euro oder was. Und dann kauft man sich die Dinger und kann an denen üben, ohne dass was kaputt geht. Also ich tendenziell, das ist ja auch die Attitüde von iFixit, die sagen immer, wir möchten euch in die Lage versetzen, eure Gadgets auch notfalls selber reparieren zu können. Ist es tatsächlich, sagen wir mal so, so schwierig oder ist es nur eine Frage der Übung, dass man eben nicht, wie du schon sagst, die Displaykabel zerreißt oder keine Ahnung, diesen Powerstrip da zerfleddert? Da kann man es nicht doch irgendwie selber machen? Also ich nur so, oder sagen wir mal so, bis zu welcher iPhone-Generation würdest du sagen, kann man es durchaus selber machen? Es steht eigentlich in keinem Verhältnis, also die verklebten Dinger stehen, das steht in keinem Verhältnis zu dem Risiko und dem Aufwand. Also okay. Ich selbst habe das iPhone 5 meiner Frau mitgenommen und habe das gesagt, hier, mach das mal, weil wenn ich mich selber ransetze, ich brauche Zeit, wenn was kaputt geht, muss ich es selber ersetzen und es ist immer ein Risiko, dass das, was kaputt geht. Ja. Und so hat man dann jemanden, der hat diese Reparatur ausgeführt und hinterher prüft er auch, ob das Gerät wieder geht, ist alles gut. Und das ist wirklich, die Dienstleistung ist da nicht so teuer. Im Grunde, ich liebe ja... Ich rate das wirklich eigentlich okay. Niemanden. Okay. Und wenn, dann sollte man es wirklich machen, wenn man weiß, was man tut. Ja. Ja. Und vielleicht zum Beispiel üben irgendwo dran. Ne? Also. Ja. Weil gerade der Akku bei iPhones eben immer unten ist oder oft unten, unter dem, natürlich logischerweise unter dem Display und man kommt von hinten nicht ran. Das heißt, man muss sich durcharbeiten von oben nach unten. Und du hast im Zweifel die ganze Technik, die du da rausbauen musst. Also ich würde es mich nicht trauen, deswegen frage ich so nach, weil also ich traue mir schon zu, diffizile Sachen zu bauen, aber es ist eben auch ein sehr, sehr teures Gerät, ne? Und man möchte es nicht schrotten. Und schon gar nicht mache ich es, würde ich es für andere Leute machen, weil du dann immer so eine Verantwortung hast. Auch wenn man da allein schon einbricht in das Gehäuse, so muss man es ja fast ausdrücken, kann einem natürlich auch mal was abrutschen und dann hat man kein schönes iPhone mehr, dann ist es zerkratzt und dergleichen. Hast du mal nachgefragt, wie das ist? Ab dem iPhone 7 sind die ja wasserdicht oder wasserresistent. Genau. Wie ist denn das danach? Also selbst wenn du es in der Fachwerkstatt machen lässt, bleibt das wasserdicht? Wenn man es bei Apple machen lässt, ist es nachher wieder wasserdicht. Okay. Das auf jeden Fall. Und ich würde sowieso sagen, wenn das Gerät noch in der Gewährleistung ist, also 2 Jahre alt, das wäre ja beim iPhone 7 so. Ja, das stimmt. Würde ich auch immer zu Apple gehen oder zu einem Apple Service Partner und nicht zu irgendeiner freien Werkstatt, weil man ganz einfach die Garantie verliert, wenn da jemand das dran rumgeschraubt hat. Ja, das stimmt natürlich. Und wenn dann mal irgendwas anderes kaputt geht, dann machen die das auf und sehen, ah, guck mal, was ist denn das hier für ein Akku? Das ist kein Apple-Akku. Ja. Das muss schon mal auf gewesen sein. Ja. Der hat vielleicht irgendwas anderes kaputt gemacht. Und wenn man Wasserschaden hat, sowieso. Ne? Also wenn das mal auf war, deswegen würde ich sagen, in den ersten 2 Jahren immer zu Apple. Ja, okay. Ja, das ist irgendwie nachvollziehbar, weil das macht ja überhaupt keinen Sinn, dann da selber dann rumzuschrauben. Der Lerneffekt ist zwar da, aber dafür ist das Gerät einfach schlicht und ergreifend zu teuer. Wie ist das? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Hier haben wir auf jeden Fall, kann ich erwähnen, einen neuen Akku, der nicht passt. Aber der soll für dieses Gerät sein. Das stimmt. Und bestimmt. Passt nicht. Und hat auch ein bisschen mehr Leistung als der originale, aber der Stecker passt nicht. Ah. Er passt nicht rein. Da müsste ich jetzt dann rumschnitzen, was ich natürlich das nicht lassen tue. Wir jetzt mal. Auch warum? Aber man kann es vielleicht, also das kann man wahrscheinlich nicht sehen, aber man kann es probieren. In der 7 kannst du es mal probieren, weil die ist unscharf. Die ist unscharf. Oh, geh mal in die 7, die kann besser fokussieren. Hier ist der, das kann man niemals sehen, aber das ist der Austauschakku-Stecker. Das ist ein bisschen dunkel. Ich versuche das mal mit, ja, oder, vergessen. Nee, genau. Vergessen. Aber auf jeden Fall ist der dicker.
Der ist dicker oder höher als der Originalstecker. Man sieht nichts, ne? Nee. Das ist doch schön. Dann, und hier auch nicht. Nee, egal. Nee, auf jeden Fall, ich kann es euch beschreiben. Es ist, da sind ungefähr ein Millimeter oder anderthalb Millimeter zu viel. Und sieht nicht so aus, als ob man das irgendwie anpassen könnte. Naja, gut, dann schicken wir den mal gleich mit entsprechendem Drohbrief zurück an Amazon. Aber was ich dir jetzt noch frage, jetzt weiß ich es wieder. Die Sache mit der Drosselei ist ja eine, Akku, also sich zu entscheiden, den Akku zu tauschen, okay, in die Werkstatt zu gehen, aber dazu muss es ja erstmal kommen. Das heißt, ich muss ja erstmal wissen, ist mein Akku überhaupt schon so schlecht, dass ich ihn tauschen lassen muss? Wie kann ich das denn feststellen? Ja, bei den betroffenen Akkus ist tatsächlich so, dass die CPU-Leistung gesenkt wird. Das heißt, die Taktrate wird gesenkt. Mhm. Bei einem iPhone 6S von 1800 auf 1200 oder sogar 900 Megahertz. Ja. Und da gibt es eine App, muss ich mal gucken, wie die genau heißt. Die heißt CPU Dasher. Okay. Ist kostenlos. Oder CPU Dasher X in dem Fall. Okay. Und die misst tatsächlich, wie schnell der Prozessor in dem Fall ist und guckt nicht in irgendeine Datenbank, sondern sagt den realen Wert. Und wenn da jetzt keine 1800, die sagt auch, wie viel sein müsste, ja. So plus minus 50, 50 Megahertz ist die eigentlich genau. Ah, okay. Ja. Es kann auch übrigens auch passieren, dass das temperaturabhängig ist, gerade bei den jetzigen Temperaturen. Hm. Wir hatten also iPhone 6S statt 1800 auf 1200 runter. Wenn man dann in die Kälte ging, ist er nochmal runtergesackt auf 900, kam man wieder rein, hat es ein bisschen aufgewärmt, ist wieder hoch auf 1200. Also, okay. Ja. Also ich kann es dann wahrscheinlich daran merken, dass mein Telefon sich nicht mehr so flüssig bedienen lässt. Das hast du ja auch geschrieben, es ruckelt irgendwie oder Animationen laufen nicht sauber, was vorher noch ging. Und dann nutze ich, wir haben übrigens die Links zu, du hast ja zu deinem Artikel, gibt es ja Links auf eurer Webseite, auf Mac and I. Mhm. Und da habe ich, da hast du auch die ganzen Überprüfungs-Apps, CPU Dasher X ist hier auch verlinkt. Also haben wir auch bei unserem Artikel verlinkt. Wenn ihr also diese Apps laden wollt, geht einfach auf unsere Seite zu dem Artikel zu unserer Sendung. Da sind die alle, kann man die alle finden, die ihr da zusammengetragen habt. Gibt es eine Möglichkeit, also aber der macht das sozusagen über den Trick, er guckt halt, wie schnell ist die CPU. Ne? Er sieht offensichtlich, wie schnell läuft die CPU und daraus kann er dann schließen, okay, die läuft offensichtlich nicht so schnell, wie sie für dieses Gerät sein müsste. Da ist irgendwas mit dem Akku. Gibt es denn auch Apps, die den Akku checken? Die gibt es auch, ja. Die Coconut Battery zum Beispiel. Das ist eigentlich die beste. Da muss man allerdings dann, die läuft auf dem Mac und man muss den über Kabel mit dem Mac verbinden, das iPhone. Ah, okay. Und dann sagt er einem also, wie viel Kapazität, Restkapazität noch da ist und so weiter. Aber auch ein schlechter Akku mit wenig Kapazität ist oftmals, der geht dann halt, das hält dann halt nicht so lange, aber trotzdem wird die Taktrate nicht gedrosselt. Ne? Das, das sind mehrere Komponenten, die da zusammenkommen müssen und dann wird es echt nervig. Also wenn nicht nur der Akku schnell leer ist, sondern auch noch das iPhone richtig klebrig wird. Ja, okay. Aber der einzige Indikator dafür, dass das Akku, dass es betroffen ist von diesem Effekt, dass runtergetaktet wird, ist wirklich die CPU-Taktrate. Wir haben auch alles andere probiert. Wir haben auch Geräte gehabt, von denen wir dachten, ja, die wären irgendwie lahm und so. Dann haben wir Benchmarks drüber laufen lassen. War gar nicht so. Wenn man die frisch aufsetzt, dann sind sie wieder, haben sie wieder die volle Power. Man unterliegt möglicherweise einer eigenen Täuschung, also einer falschen Wahrnehmung sozusagen. Genau. Man denkt ja immer irgendwie, wenn man jetzt gerade, wenn man ein schnelleres Gerät mal in der Hand hatte und dann wieder zurückkehrt zu einem älteren, denkt man, oh, das muss kaputt sein, so lahm wie das ist. Aber untrüglich sind eigentlich nur die Benchmarks, die muss alle Apps beenden und dann diese Benchmarks-Apps laufen lassen. Also man kann zum Beispiel auch mit Geekbench operieren. Okay, ja. Man kann gucken, wenn die normale Punktzahl nicht erreicht wird, dann ist die CPU gedrosselt. Okay. Das heißt aber im Zweifelsfall verstehe ich so, dass man, wenn man also den Verdacht hat, dass sein Gerät
irgendwie in diesem, dieser Drossel unterliegt, dass man als erstes vielleicht erstmal alles beendet, was da läuft, dann diese zum Beispiel CPU-X laufen lässt und wenn man selbst, oder man wiped es komplett, setzt es einmal komplett als neues iPhone leer auf und guckt dann nochmal, um eben alles auszuschließen, dass da irgendeine wild gewordene App im Hintergrund noch Rechenleistung verbraucht und dann sieht, okay, ja, CPU-X, mehr offensichtlich scheint meine CPU gedrosselt zu sein. Also mit dem Plattmachen würde ich erstmal ein bisschen ja, warten. Ja, klar, ist natürlich. Ich würde einfach einen erzwungenen Neustart machen und da werden alle Caches geleert und so weiter und dann sind alle Apps abgeschossen und dann reicht es wirklich, dieses CPU-X laufen zu lassen und zu gucken, ob die Taktrate stimmt oder nicht. Ja. Gibt es denn Erkenntnisse von euch darüber, wie haltbar oder wie langlebig eigentlich so ein Akku ist? Jetzt mal bezogen natürlich auch auf diese Thematik iPhone 6, 6S, auch diese Akku, eingeschränkte Akkuleistung. Habt ihr da irgendwie was ermitteln können oder sind euch Daten bekannt? Wie lange hält so ein Akku normalerweise? Ja, wir haben natürlich erstmal alles, was wir kriegen konnten, alles, was die Kollegen haben, was wir im Schrank haben und so weiter, haben wir alles getestet. Ich habe eine große Excel-Tabelle gemacht, um da irgendwie eine Systematik zu sehen. Hm. Und je öfter so ein iPhone geladen wurde, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Akku irgendwann diese Drosselung auslöst. Ja. Aber es war leider auch nicht einheitlich. Ah, okay. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Plus-Geräte, die großen Geräte, dass von unseren kein einziges betroffen war. Okay. Und auch iPads nicht betroffen sind. Mhm. Einfach, weil die einen viel größeren Akku haben und der bricht dann nicht so schnell zusammen. Das heißt, der haut immer noch genug, der bricht die Spannung nicht ab und es gibt immer noch genug Strom, dass auch bei kurzfristigen Hochbelastungen die CPU immer noch versorgt wird. Mhm. Kann man also nur dann, ja. In dem Moment, wo einmal irgendwie die CPU sagt, hey, ich brauche mehr Leistung, es kommt die Leistung nicht, dann wird gedrosselt. Ah, okay. Kann man also so als Faustformel sagen, dass die Plus-Geräte und auch iPads durchaus auch eine längere Lebensdauer haben, wegen ihrer größeren Akkus, oder ist das so eine Faustformel? Das kann man sagen, ja. Okay. Die Akkus sind wesentlich robuster und langlebiger. Okay. Also es ist schon, man kann das als negativ bezeichnen, dass dieser Trend sich ja immer noch fortsetzt, dass man versucht, die Geräte immer kleiner, immer dünner zu machen. Wenn man sozusagen jetzt einfach mal so 2 Millimeter wieder draufgeben würde auf so ein Gerät, was ja überhaupt nicht schlimm wäre. Nee, überhaupt nicht. Wäre vielleicht sogar handhabbarer, dass man dann sozusagen einen leistungsfähigeren, sowieso schon wegen mehr Kapazität Akku hat, aber auch einen langlebigeren, weil eben nicht so schnell in diese Sackgasse gerät. An dieser Stelle möchte ich nochmal zeigen, das habe ich dir vorhin schon im Vorgespräch gesagt, es geht auch anders. Dies ist ein Gerät von, das ist jetzt glaube ich, lass mal eben rechnen, das müsste so 5 Jahre alt sein, ein Galaxy S4. Ich will jetzt nicht Werbung für Galaxies machen, aber da ist das so, das hat hier hinten eine schöne Kerbe. Hat auch schöne Schlangenlederoptik. Da macht man das auf. Oder Krokoleder. Und schon hat man hier Zugriff, ich versuche ihn jetzt nicht zu knicken, man wechselt einfach den Akku aus. Das erkauft man sich natürlich mit einem dickeren Gerät, klar, und vielleicht auch eine Kunststoffrückseite und Schlangenleder und so weiter, das sei scheißegal. Aber es geht auch anders, theoretisch. Mhm. Ne? Man könnte, wie Jesper schon sagt, man könnte die Geräte vielleicht wieder ein bisschen dicker machen, aber das nicht gewollt. Ne? Nee. Das ist auch nicht wasserdicht natürlich. Natürlich nicht. Ne? Also das verstehe ich schon, dass man Geräte auch aus produktionstechnischen Gründen versiegelt. Also ich glaube nicht, dass grundsätzlich der Hintergedanke dabei ist, dass man dann einfach immer häufiger Geräte verkaufen kann, weil die Akkus dann irgendwann leer sind und nicht mehr vollgehen, sondern natürlich um den Produktionsablauf so einfach wie möglich oder günstig wie möglich zu gestalten und natürlich auch um die Wasserdichtigkeit hinzukriegen, die ja inzwischen eben auch sehr, Standard ist, sehr hochwertig Standard, aber auch eben auch wirklich funktioniert. Okay, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, ihr könnt euch trotzdem nochmal sehr dieses Heft ans Herz legen. Da gibt es den Artikel Akkuwechsel. Oder nicht nur einer, das sind mehrere Artikel. Da gibt es einmal jede Menge Hintergrundwissen und dann eben auch alles, was wir eben besprochen haben. Könnt ihr euch durchlesen. Wir haben die Links dazu zum Download des Artikels und auch zu den ganzen Tools in den Kommentaren hier unten verlinkt. Könnt ihr euch also direkt
da laden. Ich sag dir schon mal vielen Dank, Johannes, dass du uns da so kompetent beraten hast. Bleib bitte in der Leitung, denn wir müssen jetzt noch was verlosen. Aber nicht an dich, Johannes, leider nicht. Nein, an mich. Genau. Nee, auch nicht. denn wer uns verfolgt hat, letzten Samstag wurde in Wien der erste Apple Store Österreichs eröffnet. Ist das wahr? Ja, es ist wahr. Wir waren dabei live. Ach, ja, und ich weiß nicht, ob die auch schon Batterien tauschen. Bin mir ziemlich sicher, dass sie das schon machen, dass die ganzen Österreicher jetzt da einfallen. Denn die hatten bisher nur die Chance zu, ich glaube, da heißt es McShark, ist der österreichische Ableger sozusagen. Und die können jetzt auch zu Apple gehen. Da gab es, wie immer, zur Eröffnung gibt es Geschenke von Apple. Da gab es ein etwas, da steht also Apple Kärntnerstraße, 24.02.18. Da gab es so einen Pin. Mit, also es ist so ein, ja, das Apfel-Logo als Pin, den man sich hier so ranstecken kann mit so einem schicken Muster und ein Set mit 5 Postkarten. Man kann das jetzt hier leider, da, jetzt kann man es sehen, ne, in verschiedenen Mustern. Hier drin sind also 5 Postkarten. Wir haben 2 dieser Sets abgegriffen für euch. Wenn ihr also aus Österreich seid oder einfach Apple-Merchandising sammelt, dann seid ihr herzlich eingeladen, in unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Wie das geht, steht auf unserer Webseite. Der Artikel ist soeben veröffentlicht worden. apfeltalk.de, guckt einfach drauf. Ich sage nur so viel, wir hätten gerne Postkarte von euch. Johannes, vielen Dank. Ja, immer gerne. Und bin gespannt, was wir demnächst mit dir auseinanderschrauben werden, welches Gerät. Vielleicht auch mal wieder was zusammenschrauben. Vielleicht brauchen wir auch irgendwann mal wieder was zusammen. Auf jeden Fall vielen Dank für die kompetente Info. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuschauen. Danke Kerstin fürs Betreuen. Danke Jespi. Danke Michi. Wir schrauben jetzt gleich auf jeden Fall noch den irgendwie wieder zusammen. Ich muss die letzten Schrauben noch reinsetzen. Ja, das wird noch spaßig. Ob das gelingt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir sehen uns nächste Woche wieder. Thema sagen wir euch noch rechtzeitig und deshalb wünschen wir euch jetzt ein schönes Wochenende. Wer mich gleich noch sehen will, ab 21 Uhr gibt es noch auf meinem Kanal ein bisschen Gedaddel. Und ansonsten sehen wir uns aber nächsten Freitag wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao. Nicht auflegen. Genau, wir müssen noch Sylfi. We'll be right back.